Hallo Leute, es ist wieder Zeit für Pickups. Es gibt so viel Interessantes, was die Sammlung erreicht hat. Ja, was seht ihr gleich? Es macht mir immer wieder Spaß, euch zu zeigen, was die Sammlung erreicht hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich musste erstmal eine Viertelstunde alles raussuchen, weil das sich schon wieder so irgendwie in der Sammlung verteilt hat. Auch wenn es noch nicht ausgepackt wurde oder so. Aber man hat von jedem etwas dabei, von Mangas, Filme, Toys. Ja, und ich fange gleich mit Lego an, also mit Toys im Endeffekt. Und da hat mein Bruder wieder zugeschlagen. Ihr kennt es, ihr wisst es. Ich fange am besten, weil sonst fällt mir es runter, mit einer Kleinigkeit an. Und zwar von Müller war das. Die hatten, da habe ich nur eine Werbung gesehen, von so einer kleinen Spezialtüte, die es so da gibt, für, ich glaube, 3,99 oder so. Von so einem Miniset. Und zwar handelt es sich um das Doctor Strange Set. Hat 3,99 da bei Müller gekostet. Das war so eine Werbung bei Facebook. Und dann habe ich gleich geguckt, mein Bruder hat sowieso was bestellen wollen. Der sagt, doch, das nehme ich gleich mit. Also ein Doctor Strange. Im Endeffekt nur dieses so ein Tor dabei und die Figur. Mehr ist das auch nicht, wenn ich mir das so angucke. Ein kleiner Bauplan. Aber eben halt als Marvel-Sammler, wie ihr wisst, mit dem ganzen Stuff musste das sein. Und diese kleinen Tütchen sind auch schon schöne Sammelstücke, kann man ehrlich sagen. Ja, dann kommt auch eins meiner Favorites. Und gerade wenn ihr das gesehen könnt, es nicht haben. Aber ich blende euch mal ein, ich durfte ja, oder ich blende euch gleich ein, wenn ihr seht, worum es sich handelt. Denn ich war in einem Lego-Store in London und da habe ich auch etwas gesehen, etwas größer als das, was ich jetzt euch zeige. Und zwar gab es da diesen Aston Martin, oder es gibt diesen Aston Martin DB5 aus Lego. Das ist jetzt die kleine Version, es gibt auch noch eine große Version, auch mit einer kleinen James-Bond-Figur dabei. Die ist jetzt hier nicht wirklich zu sehen, interessanterweise. Aber... und das blende ich euch jetzt ein. Ich war in London im Toy Store oder im Lego Store und da war nicht nur ein etwas größerer James Bond aus Lego, also die Lego-Figur aufgebaut, sondern auch ein lebensgroßer Aston Martin DB5. Und ich habe mich reingesetzt. Komm, ich nutze die Gelegenheit, mich hinter das Steuer zu klemmen und das erste Mal das Gefühl zu haben, wie man sich in einem DB5 fühlt. Richtig cool, vor allen Dingen, weil das Steuerrad, was dort eingebaut war, ein echtes DB5-Steuerrad war, so aus Holz. Das fühlte sich richtig cool an. Richtig klassisches Lenkrad. Kein Vergleich mit den von heute, die mit Gummi überzogen sind. So, das war Holz. Das war klassisch. Ja, also wie gesagt, das kam auch von, glaube ich, Amazon direkt. Einzige Schade wieder, das ist so, diese Boxen werden immer dünner und dadurch zerknicken die ganz, ganz leicht. Das kann man vielleicht so sehen, aber wie gesagt, der lohnt sich wirklich. Hat auch ein paar Features, dass man so ein bisschen diese Gimmicks eben halt ausnutzen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. So, mit Lego geht's weiter. Dann auch ein ganz kleines Set und das ist wirklich toll. Eine Mini Slave One mit Boba Fett. Also richtig klasse. Und hier muss man sagen, es ist auch der Book of Boba Fett. Boba Fett, denn ihr seht eine schwarze Ausrüstung. Also ein schwarzes Unterteil, also Sleeve so. Er trägt ja so ein schwarzes Sleeve. Vorher war so ein, was war es, so ein beiges Sleeve. Also richtig cool. Ja, und Slave One, so ein Mini-Format, wo das da reinsetzen konnte. Es gibt ja diese Minis, aber das fand ich, sah richtig geil aus. Kostet, glaube ich, 10 Euro oder 8,99 €. Also es ist nicht teuer, also es lohnt sich wirklich. Ja, und dann noch ein Lego Star Wars Set, aber das kommt gleich, weil das liegt hier unter. Dann ein weiteres Set, ist nicht meins. Mein Bruder wollte aber die Sets von Avatar haben. Hier auch eben halt Sully, glaube ich, ist dabei. Ja, und Neytiri, also seine Frau. So mit ein bisschen Stationen und diesen Vögeln, wo sie mit fliegen konnten. Auf jeden Fall ein schönes Set, kann ich auch nicht anders sagen. Nicht meins, aber naja, eher ist das nächste meins. Das gab es runtergesetzt, glaube ich, um 50% sogar im Angebot bei Amazon. Da hat man wohl sofort zugeschlagen, weil es absolut geil. Der TIE Bomber von Star Wars, richtig cool. Kann man nicht viel sagen, ne? Also der TIE Bomber mit Darth Vader, ein TIE Bomber Pilot. Vice Admiral Sloan ist dabei und ein Gong-Druid. Vice Admiral Sloan hier unten. Ich
Ich muss jetzt, rate ich wieder. Entweder aus dem Spiel Rogue Squadron ist das eine Figur oder aus dem Battleground, dem letzten. Also aus dem Computerspiel, deswegen wollte mein Bruder das auch unbedingt haben. Auch richtig cool, ist auch sehr modern interpretiert, eben halt. Aber ja, nur cool. Ist halt auch für mich Nostalgie, weil Star Wars, ja, der Imperium schlägt zurück, wo der zum ersten Mal auftauchte, das war schon beeindruckend, wo er den die Asteroiden bombardiert hat, um Han Solo mit seinem Millennium Falcon rauszulocken. Ja, so, dann haben wir das. Legen wir mal so hin. Ich brauche Platz. Es geht gleich weiter mit richtig viel schönem Stuff. Das war jetzt Lego und wenn Lego ist, dann sollte auch Playmobil hinzukommen. Playmobil, ja, da haben wir ein paar Figuren gekauft. Nur Figuren. Aber was für Figuren? Das ist es eben halt. Ne? Und zwar ging es um Naruto. Naruto, sagt ihr? Manga? Ja, Naruto ist bei Playmobil rausgekommen. Und zwar auch nur die Charaktere. Ich bin jetzt nicht der größte Naruto-Fan, gebe ich ehrlich zu. Aber das ist schon so besonders, dass ich und mein Bruder gedacht haben, also wir holen uns einmal die fast alle Figuren. Ich glaube, ein, zwei Bösewichter gibt es noch, die, mit denen kommt man nicht anfangen. Wir haben versucht, aber alle Hauptfiguren gleich zu besorgen. Ich zeige euch die gleich auch. Und wir haben auch gesagt, wir unterstützen das hoffentlich. Vielleicht kommt ja One Piece noch dazu oder Attack on Titan, wer weiß. Auf jeden Fall Naruto, Shippuden. Ja. Shippuden, ja, genau. Richtig cool für Playmobil. Der einmal Naruto. So, wen habe ich dann noch hier als nächstes? Yamato. Kommen alle in dieser Box. Man muss dazu sagen, aber die Box ist sehr dünn auch. Und hier sehen wir nochmal ein Manga-Bild von ihm. Und bricht leicht oder geht auch von allein schon auf. Ist nicht wirklich gut geklebt. Aber dann hat man eben halt Figuren von Naruto. Deswegen geht es gleich weiter. Iruka. Auch richtig schön. So, wen habe ich dann noch? Shizune mit dem Schweinchen. Auch richtig cool. Oh, fällt mir fast runter. Hält sie ganz vorsichtig eben halt. Deswegen. Ja, dann habe ich hier Kakashi. Auch richtig gut. Und hier seht ihr das von da unten, da löst sich das ganz schnell, weil das knickt wahnsinnig einfach. Ja, also wie gesagt, die kosten 8 Euro oder 6,99. Also zwischen 5 und 6, ich habe 5 Euro etwas bezahlt pro Figur. Ganz regulär, kann man bei Amazon bestellen, kann man bei Müller kriegen. Lohnt sich auf jeden Fall, das zu unterstützen, haben wir uns gedacht. Es gab auch nur diese Figuren bisher, keine Fahrzeuge, keine Stationen oder kein Dorf. Kein Battleset oder so. Auf jeden Fall. Ja, gab es nur die. Aber es gibt noch eben halt Sasuke. Auch richtig schön. Und dann habe ich noch. Fangen wir mit dem an. Mit Tsunade. Auch richtig schön. Auch richtig gut gelungen. Und als letztes der Reihe, die wir besorgt haben, Sakura. Ja, und wie gesagt, unterstützen wollten wir diese Sache, weil in der Hoffnung, dass vielleicht noch mal was Neues kommt, das Playmobil sagt, Mensch, das hat sich gelohnt, wir wollen es noch ein zweites Mal oder wir wollen noch mal welche rausbringen. Ich lege mal hier rüber, damit ich noch mehr hinlegen kann. Ja, also im Endeffekt richtig schön. Das hat sich auch gelohnt. Ja, und jetzt kommt schon das nächste Toys, was uns erreicht hat, und zwar Star Wars. So, anmerken möchte ich, es hat mich auch ein bisschen was an Transformers erreicht. Das wird aber ein extra Video wieder haben. Ja, also geht es jetzt mit Star Wars Figuren weiter. So diese, ja, 10 cm Figuren kann man sagen. Und zwar zu The Mandalorian Koska Reeves. Die war ja auch in der zweiten Staffel dabei. Eine von Bo-Katans Leuten. Auch eine richtig schöne Figur. Dann so, dann habe ich jetzt hier Luke Skywalker in seinem imperialen Outfit sozusagen. Auch so ein bisschen Mandalorian-Style.
richtig cool. Beziehungsweise ist im Mandalorian-Style, steht auch Mandalorian drauf. So wie er uns begegnet ist in der Ende der zweiten Staffel. Eine epische Episode, ich finde sie noch mega. Ne, auch dieses Bild hier, wie er gerade durch diese Tür kam bei Mandalorian, richtig geil. Das musste sein, genauso wie sein musste, weil mein Bruder spielt das Spiel und das ist einfach nur geil, das kann man auch sich hinstellen. So Jedi Survivor, Kyle Kestis. Richtig cool, das Artwork ist toll, der BB-Droide ist dabei, also Wahnsinn, richtig gut gelungen. Und ja, ich kann nur sagen, dass gerade das hier, wenn man so das in dem Spiel in die Vitrine stellt, absolut klasse. Jedi Survivor kommt ja, glaube ich, noch raus. Nee, ja, kommt noch. Mein Bruder spielt den Vorgänger gerade noch mal. Deswegen, ja. Ich musste gerade überlegen. Jedi Fallen Order war der Vorgänger, das spielt er gerade. Da gibt es auch Figuren, die habe ich euch auch in der Vergangenheit ja schon mal gezeigt. Das ist jetzt auch eine echt coole Figur. Also 10 cm. Einfach Wahnsinn. Und selbst wenn ihr nur Mandalorian-Sets aufbaut, dann braucht ihr auch die Figur, weil der BB-Droid, der taucht ja auch auf in Mandalorian. Ja, achtet mal drauf. Der ist ins TV gewandert. Der ist noch vor Kyle Kestis. Und Kyle Kestis wird von einem Schauspieler gespielt, der unter anderem in Gotham in der Serie den Joker gespielt hat. Also in dem Sinne, selbst er könnte auftauchen. Weil man eben halt nach ihm das ja gemacht hat. So, dann möchte ich von... weil wir bei Toys waren... Passt das ganz gut. Dann hat mich erreicht ein Deal, den ich mit dem guten Mate, dem Ultimate Player, hatte. Ich verlinke mal seinen Kanal hier unten in der Videobeschreibung. Richtig cool. Der liebe Mate hatte was gezeigt, von Mask. Und da habe ich gesagt, oh, das fehlt mir auch noch, weil ich habe es in der Vergangenheit mal gehabt, in meiner Kindheit, aber irgendwie abgegeben, weggeschmissen. Ich weiß es leider nicht. Ich habe da eine Gedächtnislücke, warum auch immer. Ich habe sonst eigentlich seltene Gedächtnislücken, aber in Bezug auf Mask habe ich viel gehabt und ich weiß einfach nicht, was damit geschehen ist. Ein Teil habe ich verkauft. Ich kann sein, dass ich einen Teil weggegeben habe, so wie ich es bei Star Wars gemacht habe, wo ich fast alles verkauft habe, traurigerweise. Bedauere ich heute sehr. Aber egal, lässt sich nicht ändern. Und zwar habe ich mit ihm gekauft für 15 Euro Mask. Die Leseprobe, das ist die erste Leseprobe zum Comic. Hier sieht es ganz einerseits auch sehr interessant aufgebaut. Das sind so die ersten Seiten des Comics, aber ich mag dieses Artwork auch mit Condor drauf und The Rhino und Matt Trackers Thunderhawk, auch richtig cool. Hinten seht ihr auch schon noch einige Fahrzeuge, auch richtig schön. Bis auf Gator habe ich die früher alle original gehabt. Ich bin jetzt so, dass ich beim Mast ein bisschen ausgewählter sammle, eigentlich mehr die Comics und so ein paar Fahrzeuge. Habe ich ja wie Manta, Condor und auch Raven. Ich habe noch ein, zwei andere Figuren. Ich glaube, Wildcat habe ich die Fahrzeug noch mal günstig gekauft, aber nicht vollständig. Da fehlt mir der Haken hin. Ich habe noch, glaube ich, einen zweiten Condor und ein paar Figuren eigentlich. Hauptsächlich habe ich mehr Figuren als Fahrzeuge. Und ja, Mass ist einfach eine Sache. Ich fand es immer noch faszinierend. Habe mich entschieden, nicht alles zu sammeln. Ich würde natürlich, wenn sich die Gelegenheit gibt, immer noch mal Sachen in die Sammlung aufnehmen. Aber ich sammle nicht gezielt. Bei den Comics ist es da aber ein bisschen anders, denn die möchte ich schon teilweise wieder haben, weil es auch ein Stück meiner Kindheit war. Ja, und der liebe Marte hatte mir noch ein kleines Geschenk beigefügt, wo ich mich auch sehr bedanke, was absolut kultig ist und auch richtig genial. Und zwar ein kleiner Prospekt zu Wrestling. Die starken Jungs mit Bret Hart. Und hier so ein bisschen Comic-Style, weil sie so ein paar Kommentare abgeben. Richtig cool gemacht. Ein kleines Prospekt mit den Figuren zu Hasbro. Ich bin jetzt kein Hasbro-Figurensammler, aber ich bin mit den WWF aufgewachsen und habe auch die Klassiker geguckt, habe zwei Live-Shows erlebt. In diesem Zusammenhang verlinke ich euch mal ein Let's View, wo ich ein Tourprogramm durchblättere, was ich 1994, glaube ich, auf der Bret Hart Heart Attack Tour gekauft habe. Und da zeige ich euch mal ein paar coole Bilder und auch eigene Fotos, die ich gemacht habe von einer Veranstaltung. Also es lohnt sich da mal wirklich reinzuschauen. Also, und hier lohnt sich auch reinzuschauen. Richtig tolles Prospekt. Vielen, vielen Dank, lieber Marte. Also das hat mich echt begeistert. Ja.
den Tisch werde ich jetzt nicht leer räumen, müsste ich eigentlich bei dem, was hier noch liegt, aber den Teil werde ich dann extra für das Gesamtfoto präsentieren und ich werde das erstmal ein Stück zur Seite nehmen, denn ich möchte, dann mache ich an, ich fange mit Büchern und Comics an, oder Comics nicht wirklich, mit Mangas und zwar auch ein Deal oder ein ja, Geschenk kann man eigentlich sagen, das ich hatte mit dem lieben Mike, der hatte mich angeschrieben und wir haben gesprochen und meinte dann einen Manga, brauchst du den, schenke ich dir gerne. War ein kleiner Knick drin, ich habe den Knick nicht mal gefunden, aber egal, das hat mich sehr gefreut und zwar handelt es sich um Dragon Ball Super, die Kraft der Götter der Zerstörung, Nummer 17 von dem Carlsen Verlag. Fehlte mir jetzt noch in der Sammlung. Ansonsten bin ich ja eben halt der große Carlsen-Sammler. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch beim letzten Mal gezeigt habe. Wenn, zeige ich euch nochmal. Das One Piece 103. Ja, wie gesagt, das liegt dann immer auf dem Haufen. Man liest dann schon wieder, legt es wieder zurück und weiß nicht, habe ich das schon den falschen Haufen gelegt. Also auf jeden Fall das neue One Piece Comic. Richtig cool. Dann auch das neue Tri-Age X. Es ist noch sealed, ich habe es noch nicht gelesen. Ich liebe diese Serie. Richtig geile Action-Serie. Genial, sexy gezeichnet. Toll. 24. von Shoji Sato. Der hat auch High School of the Dead gezeichnet, die Comic-Reihe. Also richtig cool. Ja, dann Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse, Band 4. Die Geschichte des jungen Percival geht weiter. Diesmal gibt es einen netten Gastauftritt oder Gaststar, kann man so sagen, eines legendären Heiligen Ritters. Lasst euch gespannt sein, wenn ihr den Manga liest. Und ihr wisst, Fairy Tail ist immer noch eine meiner Lieblingsserien von Hiro Mashima. Die Ablegerserie 100 Years Quest Nummer 11 musste auch in die Sammlung. Ich lese das gerade, ich habe also erst gerade angefangen. Und die jagen ja noch die fünf Heiligen oder sind auf der Suche nach den fünf Heiligen oder nicht Heiligen. Fünf. Also auf diese fünf Drachen müssen sie, auf jeden Fall fünf Götterdrachen müssen sie zur Strecke bringen. Und es ist sehr spannend, diese ganze Geschichte. Also es sind viele coole Charaktere. Ich kann euch die Serie auch ans Herz legen. Ich finde es gut weitergeführt. Also viele sagen ja, das ist nicht mehr Fairy Tale. Na ja, es ist vielleicht nicht mehr gezeichnet von Hiro Mashima mit, der vorher auch schon nicht mehr so viel gezeichnet hat, weil er einfach also viel seine Assistenten zeichnen hat. Er hat dann viel nur noch die Hauptfiguren gezeichnet und hier ist es so, dass er es über Assistenten dann weitergemacht hat. Aber er schreibt die Geschichte noch und Charakterdesign stammt noch von ihm, weil er möchte sich an seine neue Serie Eden Zero, da habe ich leider keinen neuen Band, das ist noch keiner neu erschienen, da hat er eben halt eben weitergemacht. Ja, und damit Fairy Tail weitergeht, hat er es abgegeben. Und das finde ich eine großartige Sache. Jeder Autor ist in der Lage abzugeben und im Endeffekt wollte er komplett abgeben und doch hat er, einfach weil er zu viele Ideen hatte, die Geschichte weitergeschrieben um diesen berühmten 100-Jahre-Auftrag. Also richtig cool. Macht auch Spaß, der Humor stimmt auch, denn im Endeffekt, er skizziert auch so viele Szenen, er zeichnet sie nur nicht ins Reine. Also er macht, ich sag mal, 75% stammt von ihm. Somit ist das eine Serie von ihm. Also ich kann nicht verstehen, dass einige das nicht anerkennen. Aber egal, es ist manchmal so. Ja, dann geht's weiter mit drei Fragezeichen. Ich habe das neueste Hörspielabenteuer, Manuskript des Satans, Nummer 221. Und hier oben ist ein Link, www.shortreview.de. Dort findet ihr dann Reviews zu den Hörspielen. Also da solltet ihr reinschauen. Und das Buch habe ich mir gekauft. Normalerweise kaufe ich mir eben halt die drei Fragezeichenbücher nicht gleich, sondern meistens habe ich sie am Flohmarkt dann zufällig mitgenommen. Dieses hier musste ich mir aber mitnehmen aus einem Grund. Ihr seht es auch gleich vorne drauf, weil es ist eine Erstauflage. Und zwar erstmal, das ist drei Fragezeichen und der Puppenmacher. Und zwar ist es die limitierte Auflage mit drei Fragezeichen Büroklammern. Ja, warum Büroklammern? Nichts Besonderes, aber sie sind halt in Form. Ich habe es nicht abgetrennt, die sind hier hinten eingeklebt. Da könnt ihr sie sehen. Die haben dann Form von Fragezeichen, das könnt ihr hier nur auf dem Aufkleber sehen. Ich wollte sie aber noch nicht rausnehmen. Und das musste einfach sein. Ich finde auch sehr interessant, dass sie diesmal hier schwarz gefärbt sind. Also die Seiten sind zwar weiß, seht das auch, aber ganz Standard. Aber eben halt schwarz gefärbt. Und das finde ich schon sehr spannend. Weil das war vorher nicht der Fall. Die waren immer alle weiß. Ist ja ein bisschen anderes Format als die alten. Aber trotzdem sehr gut aufgemacht. Macht das ein bisschen geheimnisvoller. Fast 200 Seiten. Ich finde, das Buch hat es irgendwie gefühlt auch länger. Ich weiß nicht, wieso.
Hörspiel kommt davon auch noch, das weiß ich. Jo, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe es noch nicht gelesen. Vielleicht mache ich da auch einen Let's Talk von. Und zwar, da kann ich auch nur empfehlen. Schaut mal bei mir im Verlauf. Ich kann nicht alles hier verlinken. So viel möglich, immer 1000 Videos. Das mag irgendwie YouTube nicht ganz. Weil ich könnte euch ständig irgendwie Videos verlinken mit irgendwelchen Let's Views oder so, wo ich was parallel habe, wo ihr das hier immer nachschaut. Aber schaut mal im Verlauf. In meinem Bereich Let's Talk, da habe ich auch mal einen Manga auseinandergenommen. Und zwar den von Lupin, der dritte, auf dem Carlsen Verlag. Wenn ihr wünscht, dass ich mal in so einem Gesprächsvideo, ein bisschen intensiver, dann mich mit einem der Mangas oder meinem Buch auseinandersetze, lasst es mich wissen, dann mache ich so einen Talk. Der geht ein bisschen schneller als manche Sachen und da kann man schneller mal irgendwie etwas zu erzählen. Ansonsten ist der Let's Talk immer an einem Freitag geplant. Ich versuche ihn so alle 14 Tage zu machen mit verschiedenen spannenden Themen zu allem, was mich gerade reizt. So, und jetzt reißt mich auch weiterhin, euch zu zeigen, was wir an tollen Filmen und Serien dazu bekommen haben, wo Serien sich Bezug zieht auf Animes. Mein Bruder hat diesmal ein paar Animes ein bisschen zugeschlagen. Und zwar, ich hatte die zwar in der Sammlung, aber es ergab sich jetzt irgendwie, dass man diese Limited Edition mit erworben hat, mit über Kleinanzeigen. Ich kann euch keine Preise nennen, das weiß ich nicht genau. Und zwar hier die auf Blu-ray, die Tales of Symphonia. Over Complete Edition. Hierbei handelt es sich um ein Over aus oder es ist die Geschichte des Anime des Computerspiels. Also es lohnt sich wirklich, dass eben halt, wenn man dieses Computerspiel mag oder wenn es einem zu lang ist, weil es ist ja ein Rollenspiel, na, dann kann man das auch gerne ja sich in Videoform angucken. Ähnliches verhält es sich auch mit eine andere Serie, die auch hier ist. Ich muss mal gucken, dass ich euch diese Sachen in der richtigen Reihenfolge zeige. Und zwar geht es, hier ist es nicht so ein schönes Cover, und zwar geht es um Tales of Systeria, The X. Auch eine Spielereihe. Hier ist jetzt Volume 1. Könnt ein paar Bilder hinten drauf sehen. Das Buch kommt auch mit so einem kleinen Artbook. Hier so ein Schuber. Das werde ich jetzt euch vielleicht mal in einem anderen Video zeigen, dann machen wir einfach mal spezieller, aber das wird jetzt nicht sein. Und auch hier Tales of Systeria The X 2, auch die Anime-Serie, auch auf Blu-ray. Richtig Schuber, das sind limitierte Schuber, hier seht ihr auch Nummern, also hier ist der Nummer 1164 und welche Nummer habe ich hier? 1923 von 2666 und hier sind sogar nur 1999 mit diesem Schuber. Es gibt dann sonst teilweise einfache Jewel Case Versionen. Und auch noch zu der Reihe kommt gehört Tales of Systeria, Dawn of the Shepherd. Das ist jetzt, glaube ich, so ein, müsste ein Film sein. Da kommt dann so ein komischen Pappschuber. Könnt ihr mal sehen, hier so. Na komm. Und drin ist auch nichts weiter als. Es kann auch ein Bonusfilm sein. Genau weiß ich das jetzt gar nicht, aber wenn ihr wünscht, dass ich die genauer zeige, einfach in die Kommentare hauen und dann werde ich ein extra Video dazu machen, wo ich mich nur mit diesen auseinandersetze und dann, wer weiß, vielleicht wird auch noch was anderes dann passend dazu gezeigt. Ja, so. Und dann kommen noch eine Box. Von Anime Box, die aber auch so ein Computerspiel ist, und zwar Atelier Aisha und Lugi. Auch ein Anime und basierend auf der Atelier Computerspielreihe. Ja, auch ein schönes Artwork. So ein bisschen Silber, deswegen weiß ich nicht, ob man das so gut sieht. Teilweise wird dieser Silber auch, wenn man es fotografiert, wie schwarz gehandelt. Also richtig schön. Ja, ist halt ein bisschen quirlige Serie, so ein bisschen positiv, nicht zwar auch mit Magie und Sachen und Gegnern und Kämpfen. Und ich glaube, die lustigste Figur war der Kampfhase mit seiner Möhre, einer Mohrrübe, die er mit der gekämpft hat. Also ist schon sehr lustig. Ja, ansonsten war es das jetzt an diesen Boxen. Jetzt kommen normale Filme. Da gibt es zwei Kategorien: einmal das, was wir gekauft haben für die Sammlung hinzu und noch zwei vom Flohmarkt. Vom Flohmarkt sage ich gleich nochmal, aber erstmal habe ich jetzt hier in der Hand die einfach gekauft wurden. Ja,
teilweise, ich glaube, günstig eben halt, weil herabgesetzt waren, gerade bei Müller. Ich kann jetzt keine Preise nennen, aber hier haben wir die Extended Edition von Jurassic World, ein neues Zeitalter, der dritte Teil dieser Trilogie. Dann kam dazu aus der Marvel-Reihe Morbius von Jared Leto. Der muss da auch sein. Irgendwie gehört er in die Sammlung. Dann ein Klassiker, wir haben das Action-Klassiker, der auch eine der auch die Macher von Dread damals inspirierte. Ein koreanischer, glaube ich, ist das. Und zwar The Raid. Auch ein 18er Film. Ich habe ihn ehrlich gesagt, ich kam auch gar nicht dahin zu sehen. Ich hatte mal eine schlechte Kopie und da wollte ich gar nicht erst gucken. Sozusagen. Irgendwie eine schlechte Fassung, sagen wir mal so rum. Ich glaube, DVD war das und die fand ich nicht dolle. Ja, dann ein Film, wo man sich streiten lässt, ist aber doch ein interessanter Abenteuerfilm, toll besetzt. Roland Emmerich, Moonfall, und weil es ein deutscher Regisseur ist, der wirklich viele Klassiker gemacht hat, ich werde Stargate, Independence Day, sind zwei der Filme, die mich echt beeindruckt haben, und ich fand auch Godzilla von ihm unterhaltsam. Es ist vielleicht nicht der Godzilla, aber es war ein unterhaltsamer Film. Emmerich hat mich schon immer gut unterhalten. Ja. Das Highlight zeige ich euch absolut zum Schluss. Jetzt kommen die zwei Filme vom Flohmarkt. Die haben so, oh, nee, einer vom Flohmarkt, Entschuldigung. Ein Film vom Flohmarkt und ein Film, den ich von dem lieben Stefan bekommen habe. Einen guten Kumpel aus Kiel. Ich grüße dich. Ich weiß, du guckst das Video auch. Und auch Diana und Cara Sophie. Danke fürs Schauen. Und du hast mir mitgegeben, ein letzter Job mit Michael Caine, Charlie Cox, wen haben wir da noch drauf? Michael Gambon, Ray Winstone. Ich habe ihn noch nicht gesehen, wie ihr seht, er ist noch hier. Aber der wird demnächst geguckt. Ja, immer schön, einen neuen Film in die Sammlung aufzunehmen. Nein, und dieser eine Film vom Flohmarkt, das lohnte sich nicht wirklich, den Flohmarkt separat zu zeigen, denn, ja, wie soll ich sagen, der Flohmarkt war nicht ergiebig. Es waren drei Teile, glaube ich, nur. Also ein Film und zwei Spiele. Die Spiele habt ihr in dem einen Pickup gesehen, fürs Einzelne waren. Das war eins für die Xbox und eins für die PlayStation 1. Also wirklich kleine Sachen. Und als einzigen Film haben wir gefunden Astro Boy, der Film. Diese Anime-Verfilmung. Das hat, glaube ich, 2 Euro gekostet. Nichts weiter außer Wendecover. Auf jeden Fall wollten wir den schon immer in die Sammlung nehmen. Astro Boy ist ein Manga, der sehr schon aus den 70ern stammt. Auch die ersten Animes sind Anfang der 80er erschienen. Es ist eine Kultgeschichte, die sehr, sehr viel Einfluss genommen hat, auch auf viele weitere Entwicklungen der japanischen Manga-Kultur. Auf jeden Fall für 2 Euro haben wir den mitgenommen in die Sammlung. So, und der Abschluss wird gebildet von einem echten Klassiker, der endlich auf Blu-ray erschienen ist und heute, an dem Tag, wo ich aufnehme, ist auch gerade eingetroffen. Momentan ist er so gut wie gar nicht mehr zu bekommen auf Blu-ray in Deutsch, weil er ist limitiert in einem limitierten Steelbook. Und ob der nochmal regulär in so einer Form rauskommt oder es eine zweite Auflage gibt, das weiß ich nicht. Er wurde nur auf, ich glaube, 1000 Exemplare, wenn ich das richtig gelesen habe, auf 1000 Exemplare limitiert. Und ja, ist ein Klassiker von 1985, von Steven Spielberg produziert, geschrieben von Chris Columbus, der unter anderem den ersten Harry Potter Regie geführt hat und ich glaube auch Kevin allein zu Hause wieder Regie geführt hat und damit geschrieben. Ich glaube, geschrieben hat er ihn auch damals. Also er hat auch richtig viel gemacht und es sind die Musik von Bruce Broughton, die fesselt mich noch heute. Und es ist ein echt toller Abenteuerfilm und es handelt sich dabei um das Geheimnis des verborgenen Tempels, wie er in Deutsch hieß. Oder hier ist der englische Titel drauf, der Originaltitel Young Sherlock Holmes. Also, ich habe das abgemacht. Hier seht ihr das Steelbook mit einem der Kinoplakate, auch richtig schön. Auch auf der Rückseite ein weiteres Kinoplakat oder ein Teil eines Kinoplakates. Der Film erzählt die Geschichte, wie sich Sherlock Holmes und Watson zum ersten Mal kennengelernt haben könnten an der Universität oder an der Schule sozusagen. In jungen Jahren, das ist sozusagen ein Jugendabenteuerfilm, richtig toll, richtig gut gemacht, spannend, abenteuerlich. Hier könnt ihr auch nochmal von Inlays und so.
wie soll ich sagen, hier sind die Games, Games ja schon, sind die, weil the game is afoot, ne? Das möge das Spiel beginnen, oder das Spiel beginnt, wie James, wie Sherlock Holmes immer so gerne sagt. Also so Collagen drin von dem Ganzen, das ist richtig klasse. Es geht darum, dass Sherlock Holmes einen geheimen Kult oder die Machenschaften eines geheimen Kults in London aufdeckt. Richtig spannend, emotional, eben halt schöner Abenteuerfilm, ja, dramatisch, also auch mit ein paar dramatischen Wendungen. Kann man nicht anders sagen. Großartig. Und es sollte eins sogar mal von der Fortsetzung geben, die ist nie gekommen. Also schaut den Film auch bis zum Ende des Abspanns. Und ja. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, denn das war's. Das waren die Pickups. Reichlich, wie ihr seht. Ich werde jetzt gleich nochmal die Sachen, die hier jetzt hochkant sind, vom Tisch nehmen. Den Teil schön filmen, damit ihr ihn genau sehen könnt. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ein Like, ein Abo, ein Kommentar da unten. Da. Ich will mit euch sprechen. Was haltet ihr von den ganzen? Kennt ihr die Klassiker? Kennt ihr Young Sherlock Holmes? Ich musste schon feststellen, als ich ihn in meinem WhatsApp-Forum gezeigt habe, dass ihn viele gar nicht kannten. Der ist von 1985, ein echter Klassiker. Ist von Paramount. Könnte, wenn ihr Paramount Plus habt, auch dort zu finden sein. Also, ansonsten auf DVD zu finden, absolut top. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.